Das Jugendturnier für Olympia ausmacht, ist der Teamgeist. Und es bildet sich einfach ein ganz großes Wir-Gefühl. Man lernt, was es heißt, Disziplin zu haben. Man lernt, dass es heißt, dass es nicht nur auf die Einzelleistung, vor allem aber auf die Teamleistung ankommt. Und man lernt einfach, was es heißt, für andere miteinander zu kämpfen. Das Logo Jugend trainiert für Olympia trifft zu hundertprozentig, weil hier, das sind unsere Besten. Und aus diesen Kindern, die hier sind, bin ich überzeugt, mit ein bisschen Glück finden wir da den nächsten Olympiasieger. Ich bin Becky Nössing, Moderatorin für Eurosport und Jugend trainiert. Das Ganze finde ich cool, weil man so ein bisschen in die Zukunft schauen kann und die Olympioniken von morgen her trifft. Es ist einfach toll, dass so große Unternehmen wie die Deutsche Bahn so eine tolle große Jugendsportveranstaltung unterstützt. Wir brauchen in den Wettkämpfen immer mal wieder Obst, natürlich Schokoriegel, und das hilft, wenn man so einen langen Turniertag hat. Und es ist echt super, dass Lidl das hier macht. Jugend trainiert für Olympia ist cool, weil man auf jeden Fall seine Schulfreunde auch motivieren kann, mit im Sport zu machen, obwohl sie es vielleicht nicht so können. Ich finde, es ist schon sehr wichtig, dass behinderte und nicht behinderte Sportler zusammenkommen. Dadurch bekommen alle neue Erfahrungen für den Umgang miteinander, aber auch merkt man, dass die Behinderten halt selbst sehr viel leisten können, auch eigene Sportler sind, die Sportart selbst betreiben und selbstständig sind.